Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Wir sind das letzte Mal, bin ich hier stecken geblieben, weil gleich diese beiden großen Roboter kamen und ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe es noch ein paar Mal öfter probiert, aber das werde ich nicht hochladen, weil ich war einfach zu blöde. Bis mir mal einer im Livestream gesagt hat und auch ein Kumpel von mir, dass hier irgendwo Tesla-Granaten rumliegen. Ich habe mich jetzt mal umgeschaut, ich habe drei gefunden. Ich hoffe mal, das reicht. Ich schätze mal, das sind sowas ähnliches wie EMP-Granaten, dass die Viecher vielleicht kurz irgendwie flachlegen und ich dann einigermaßen gefahrlos drauf ballern kann. Deswegen hoffe ich mal, dass das klappen wird. Und ja, eigentlich wollte ich auf die wechseln. Dann habe ich die und die. Ja, mal gucken, ob das was wird, wa? Schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen gut wird. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, es kotzt mich eigentlich nur ein bisschen an, dass es zwei sind. Zwei überfordern mich ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Lad nach. Habe ich echt so wenig Muni, Alter? Ich hab sonst echt keine Muni mehr. Habe ich ihn? Okay, ich hab den ersten. Aber ich habe jetzt auch keine Granaten mehr. Na gut, vielleicht reicht das Ding ja alleine jetzt, wenn ich nicht gerade drauf gehe. Ich kann mir Rüstung von den Dingern nehmen. Ja, geil. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch nach ein paar Granaten suchen sollte. Nee. Okay, Moment. Aber wir haben nur noch einen, das ist ganz schön. Gut, schätze ich. Eigentlich mit einem sollte ich klarkommen. Vor dem kann ich auch einfach wegrennen. Nam, 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 nam. Gib mir jetzt alles zu fressen hier. Liegen hier noch irgendwo Granaten rum? Also hier habe ich, glaube ich, drei oder zwei gefunden. Hier müssen doch irgendwo noch mehr rumliegen, oder? Was ist das denn? Keine Ahnung. Aber es hilft mir nicht. Ah! Vielleicht auf dem Dach? Könnte da... Oh, Hundefutter. Nom, nom, nom. Geh weg. Ich hoffe, dass noch irgendwas auf dem Dach rumliegt. Ansonsten müssen wir es so probieren. Schauen wir mal. Dach. Das Dach sieht erstaunlich leer. Oh, Rüstung. Okay, das ist auch gut. Aber außer der Rüstung sieht das Dach echt ziemlich leer aus. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme erstmal Schaden. Sehr schön. Ich krall mir hier die andere Dings. Ah, komm schon. Hoch da. Er schießt auf dich. Geh da hoch. Wo ist er? Wo ist er denn? Ich dachte, der kommt jetzt mal her. Ist er das? Oh, tatsächlich. Oh, Mann. Der sollte ja eigentlich mal herkommen. Egal, warte mal. Gehe ich kurz runter. Vielleicht kann ich ihn hier irgendwo anlocken und nebenbei noch so ein bisschen Rüstung aufsammeln und dabei Schaden nehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt so sinnvoll war, aber ich glaube, er kommt auf jeden Fall her. Das heißt, komm schon, geh da ran. Das ist gut. Toll. Ich dachte, das Ding hat unendlich Munition, wenn ich es nicht abnehme. Wunderbar. Okay, also jetzt mit meiner Pistole oder was? Hab ich's? Oh yeah! Yay, sehr schön. Jetzt habe ich halt nur keine Muni mehr. Na gut. Ah, dann kann das Abenteuer auch endlich weitergehen. Okay, wo seid hier, ihr Mick? Wir verpassen den Zug!
Wie ich soll da. Ja, okay, gut. Dann fahre ich halt damit. Ich merke gerade, mein Mikrofon hängt ein bisschen nach unten. Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. Der Typ so blöd zum Kaffee machen, ey. Okay, so hängt das Mikrofon, glaube ich, einigermaßen gut. Achso, ja gut, okay. Er war ja im Koma, okay. Vielleicht kommt er mit der Technik nicht klar. Im Koma, sage ich schon. Er hat ja ein paar Jahre lang einfach mal nichts gemacht. Da war er ja in dieser Anstalt. Anstalt klingt so negativ. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Wo muss ich hin? Hä? Er ist harmlos. Okay. Das war eigentlich nicht euer. Blick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ich hätte gern Ihre Waffe. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Okay. Heiner. Ich mag Ihre Waffe. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einen Test unterziehen. Oh, geil. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich kann Tests. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Okay. Haben Sie verstanden? Ja, ich bin gut in Tests. Das ist nur ein Test! Ach, das war der Test, oder? Aber antworten Sie ehrlich. Ach so, okay. Ja, gut. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen. Oh ja, ist ja gut. Gut! Lasst uns anfangen! Hä? Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Von. Ich würde trotzdem gerne die Pistole. Okay, sie hatte nicht Unrecht. Ich wollte nur mal wissen, ob das wirklich passiert, wenn ich nach der Waffe greife, aber... ich wollte sie nur mal ausprobieren. Schön. Aber schön, dass ich die Option kriege. Mal sehen, was ist geiler? Augen oder lächeln? Augen, lächeln, Augen, lächeln. Augen, Alter. Ach so. Blaue deutsche Augen. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle ausruft. Ich kann mit Blumen nicht viel anfangen. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Wer ist Bernhard? Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Spinne tot, Spinne tot. Ja, kann ich schätzen. Sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Hä? Was? Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen.
Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Aha. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Ja. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Oh ja, bitte, darf ich meinen Kaffee mitnehmen? Ich nehme mal an, in seinem Abteil. Was ist denn das? Achso, aufstehen. Ach, das vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Ja. Ja, das war ja schön. Heiner, alles gut. Oh, guck mal, der Kaffee macht sogar Wubbeldiwupp. Oh, das ist ja schön. Wupp, wupp, wupp. Das ist ja Next Gen. Die Käfer, das... Was steht da? Das blaue U-Boot? Hm. Jetzt hätten sie mal... Warum denn das blaue U-Boot? Das gelbe U-Boot würde viel mehr Sinn machen. Naja gut, egal. Sage ich nichts zu. Hm. Hier rein. Okay. Wo stelle ich den Kaffee ab? Du willst keinen Kaffee? Kaffee? William? William? Ah ja, William. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Oh nein. Würden Sie es mit mir teilen? Wow. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Das ging schnell. Manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Hä? Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Wenn sie noch leben. Eisenwald. Okay. Blablabla. Entflohener Häftling von Panzerhund gefressen. Oh, shit. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Muss ich? Ich will das gar nicht sehen. Ja, gut, okay. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Cool. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Oh ja, wir lieben uns jetzt. Juhu. Steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Hey! Moment mal. Hatte ich nicht vorhin noch zwei Messer? Oh. Naja, Zeitung. Ja, könnt euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich möchte's nicht. Das hier vielleicht? Nein, okay, das nicht. Warte mal, was steht da? Terroristischer Angriff auf Grenzposten. Hä? Na gut, okay. Kann ich...
Ach hier, okay, alles klar. Was ist denn das? Schweiges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Ah, okay. Finde eine Batterie. Haha! Was ist das denn jetzt? Batterie ist leer. Muss neu aufgeladen werden. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was das ist.